Dann machen wir mal weiter oder fangen wir mal an, den M54-Motor jetzt zu regenerieren. Für mich war das jetzt Weihnachten und Neujahr. Für euch war das jetzt noch nicht mal ein Sekündchen. Ich hatte ja gesagt, dass ich diesen Hebel, diesen Kupplungshebel im Mittel austauschen werde. Werde ich nicht machen. Weil so schlimm ist die in die Laufen. Ich habe mir die nochmal genau angeguckt. Hier ist jetzt quasi ein bisschen zu fetten und der Sprengring ist runtergerutscht. Das ist nichts weiter. Hier oben kommt jetzt ein neuer O-Ring drin. Eieiei, aber fest, Junge, wer macht denn sowas? Ach Gott, der ist ja schon bröselig, Junge. So, jetzt gucken wir mal, was wir da finden. Ob du das glaubst oder nicht, ich habe hier so eine riesengroße Kiste mit Ohrringe, aber keiner bei. Na gut, muss ich eben bestellen. Krass. Ich habe jetzt gerade gesehen, dass das hier so ein bisschen ausgeleiert ist. Siehst du das? Das wird natürlich auch bestellt und zusammengebaut. Jetzt ist es ja noch so, dass das kleine Lager, 6000er Lager, glaube ich, ist, das draußen gemacht werden muss. Dazu nehme ich immer so eine Spitzzange. Mutter schiebt die hier so durch. Dann kannst du ja gucken, wo die Mutter hier ankommt. Und dann nehme ich einfach irgendeine Schraube und drehe die in die Mutter rein. Siehst? Ja, das hat aber einer ernst gemeint, du. Stehbolzen ist hier komplett verbogen. Und der war noch nicht mal richtig drin. Na, also bis halb. Ja, den biegen wir gerade und nehmen den wieder. Das ist super. Schneiden wir die Winde nach und dann ist gut. Jetzt nehme ich hier einen Dremel und mache hier alles ringsrum schön den Dreck sauber. Messingbürste macht das hier alles schön ordentlich, dass man das auch nachher wieder schick zusammenbauen kann. Jetzt mache ich mit meinem Creme Brûlée Burner das hier heiß oder warm, damit wir das 6000er neue Lager wieder drin kriegen. Einmal jetzt das Lagerchen drin hier. Das ist ein bisschen aufpassen, könnte ein bisschen heiß sein. Die Stifte, die hier sind, ne? Die habe ich neu. Die hier unten, wo die Schalteinheit mit drankommt. Die will ich austauschen, weil ich die Befürchtung habe, dass die innen gelaufen sind und eventuell die Sägeringe habe ich jetzt schon abgemacht, mal so ganz nebenbei, und vielleicht eventuell sauen. Also die haben wir da rausgesaut, aber ob du das nachher mit den neuen wieder dicht kriegst, das sei noch dahingestellt, weil das ist eigentlich eine Passung und eine Passung muss eigentlich dicht sein. Ne? Ich mache die jetzt neu, die haben jetzt nicht die Welt gekostet. Kommen neue Sägeringe rauf und kommen die neue rein und dann ist gut. Ne? Wird auch wieder hier, mache ich auch wieder ein bisschen warm. Und dann immer darauf achten, das war hier auch falsch rum drin. Das hat eine scharfe Kante und eine runde Kante. Und die scharfe Kante muss immer in die Richtung. Das Lager muss quasi auf die runde Kante drücken. Ne, das habe ich jetzt in meinen anderen Videos nicht erwähnt, aber hier sagt das einfach nochmal speziell. So, jetzt wird das erhitzt. Schön, ordentlich. Dann nehmen wir einen anderen Brenner. Und dann kommen die neuen Stifte rein. Plus, ich mache vorher oben einen Ring rauf, damit ich das dann schön raufstecken kann. Also hier sind die neuen Ringe. Die hoffe ich mal, dass die passen. Jetzt mache ich das wieder schön warm. Mit dem Brenner hier. Creme Brûlée. Und was ich noch gemacht habe, ich habe schon die Sägeringe noch gemacht, ne, damit ich einen Anschlag habe. Und wenn das nicht dicht wird, weil das ja eine Passung ist, dann müssen wir das unbedingt mit Sikaflex oder irgendwas in der Richtung dicht machen. Was willst du denn sonst machen? Weil da ist ja kein O-Ring, kein gar nichts. Hier ist auch noch ein O-Ring drin, der gewechselt werden muss. Das sitzt dann unterhalb des Motors, und zwar hier, ne? Hier wird es reingeschraubt, hier ist diese Dichtfläche
Und da sitzt so der O-Ring drauf. Und hier kommt dann quasi die Schaltung runter. Wenn das nicht da ordentlich anliegt oder der O-Ring schon verschlissen ist, so wie hier, kriegst du das natürlich auch hier nicht dicht. Und deswegen vergessen auch viele, diesen O-Ring zu wechseln. Und den wechseln wir jetzt aus. Ich schraube das mal hier hoch. Und dann gucken wir mal, ob wir den richtigen haben oder noch einen O-Ring in meiner O-Ring-Kiste habe. Weil der war schon ganz schön platt. Also der war nichts mehr mit. Also es soll jetzt hier wirklich keine Anleitung sein, wie man falsch macht. Aber normalerweise haben ja diese verschiedenen Motoren, sind ja auch verschieden gebaut. Und diese Reihe hat zum Beispiel hier keine Sägeringe drin, ne? Oder Sprengringe oder wie auch immer. So, aber nichtsdestotrotz müssen wir die Kurbelwelle ausgleichen, dass die an der Stelle richtig sitzt. Da müssen wir von da unten, von der Kante bis zu der Kante messen und von der Kante bis zu der Dichtungskante messen. Und das muss einen Wert von 50,4 ergeben. Du nimmst ja halt einfach einen Messschieber und das erste, was bei solchen teuren, auch teuren Messschiebern wegfliegt, ist die Schraube, die das hier hält. Total blöd. So, dann messe ich mal. Und zwar haben wir hier... Ich messe. 22,04. Messe ich am besten an verschiedenen Stellen. Ja, okay. Hier haben wir 27,30. Also nicht gleich direkt dicht an der Kante messen, weil das ist hier rund, ne? Dann hast du ein Fauxpas. Jetzt rechnen wir das mal zusammen. Da sind wir ungefähr bei 4, 3, 37, 0 und 1 sind 5. So, 50,34, 50,4 muss es sein. Hat mir mal rausgesucht. Wir brauchen das nicht ausgleichen. Vollkommen okay. Mit der guten alten Herdplatte. So, dann setzen wir alle drei Lager ein und dann können wir weitermachen, das alles hier bestücken. Also hier oben das alles einbauen, dann hier unten die Schaltung alles einbauen. Ne? Dann brauchen wir noch eine Anlaufscheibe hier, die fehlte und so eine Sachen alles. Vollgas, muss ungefähr 100 Grad haben. Bloß ich nehme jetzt heute keinen Brenner, sondern gleich hier die Erdplatte. Jetzt qualmt das aber mal schon kräftig. Ne? So, dann habe ich jetzt auch drei Lager, die hier rein müssen. Und wenn es mal verkantet, nicht die Geduld verlieren. So, siehst du. Und jetzt das Kurbelwellenlager. Super, ne? Und hier kommt jetzt noch der Simmerring dann drauf. Aber das müssen wir dann noch mal schön erwärmen, damit wir nachher die Kurbelwelle in den Steck kriegen. Das ist jetzt auch ziemlich heiß und das lege ich jetzt auch hier rüber auf die Holzklötzer. Jetzt mache ich das mit dem Brenner schön warm und dabei müssen wir dann nachher auch recht fix sein. Wir müssen ja dann den Simmerring hier rein kloppen. Und das ist alles ein bisschen warm und da müsst ihr halt ein bisschen aufpassen, dass ihr euch nicht die Pfoten verbrennt. Ne? Bei der Kurbelwelle müsst ihr halt aufpassen, dass ihr die kurze Seite noch da macht, weil hier kommt ja die Zündung auf. Ne? So, und das ist jetzt eine Kurbelwelle von ZT-Tuning. Und wenn sich das jetzt ein bisschen schwer dreht, ne, das liegt daran, dass das nicht verkantet ist, sondern dass halt dieser Simmerring da dran ist. Ne? Der klemmt das halt alles ein bisschen ein. So, jetzt kommt der Mechanismus hier. Da steht immer drauf oben. Ne? Das kommt doch nach oben, also nach oben. So, dieses Teil schieben wir mittig hier hin und versuchen uns nicht die Finger zu verbrennen. Ist wahrscheinlich gar nicht so einfach. Doch, klappt. So, und dann hast du hier den Stift und der muss da wieder einrasten und das Ding muss dann weiter rüber, genauso. So ist gut. So, das liegt erstmal an Ort und Stelle, wo es hingehört. Jetzt brauchen wir den hier. Da müsst ihr gucken, dass es nicht irgendwie zerrissen oder so ist, ne? Der kommt jetzt quasi hier so rein. So.
Und dann kommt der Teil hier drin. So, lose einfach erstmal so hinsetzen, damit wir hier eine Führung haben. So, dann habe ich hier meine 0,15 Sägeringzange. Jetzt könnt ihr sehr viel sehen, ne? Aber die ist, glaube ich, geht ganz gut dafür. Siehst du? So, das hat zwar ganz schön Spiel, obwohl ich die neuen Stifte schon neu gemacht habe. Jetzt schieben wir hier den Führungsbolzen hier durch, der wird dann von hier verschraubt. Ein Tropfen Öl mit dran machen hier. So, ich mache das jetzt hier ran und mache noch ein bisschen Loctite dran. So, machen wir jetzt das Sicherungsblech drauf. Eine Scheibe. Dann machen wir einen Tropfen Loctite, wie gesagt, drauf hier. Also passieren kann eigentlich nichts, weil du machst ja das Sicherungsblech, schließt du ja auch quasi um. Und eine Mami. Jetzt müssen wir unten den Führungsbolzen drin machen, den hier. Und da habe ich mir hoffentlich neue passende Ohrringe bestellt. Die ganze Tüte hier. So, guck, der passt wunderbar. Dann müsst ihr ein bisschen zum Anschlag zurückdrehen. Dann müsst ihr den O-Ring drauf machen hier. So, und dann wird es ins Gehäuse geschraubt. So, wenn ihr das dann reingeschraubt habt, müsst ihr gucken, dass es nicht so schwer geht. Meins geht jetzt relativ schwer. Das heißt, ihr müsstet nochmal rausschrauben und das ein bisschen biegen nochmal. Jetzt habe ich hier wirklich ungefähr eine halbe Stunde an diesen Hebel rumgebogen. Also, ne, dass der wirklich schön leicht geht. Und der tut er jetzt. Ne? Also du kannst jetzt hier easy peasy schalten. Passt soweit. Ich habe mich dafür entschieden, jetzt hier diese Zwischenhebel auszutauschen. Aus dem einfachen Grund, was ich vorher nicht gesehen habe, dass das auch ein barbarisches Spiel hat. Guck mal. So, und wenn ihr jetzt nämlich hier eine Scheibe unterlegst, eine Anlaufscheibe, dann kommt das ganze Grinsesmiley-Gesicht ein Stückchen höher und dann rutscht es aus seiner Führung, weil das eben so wackelt. Und die Führung ist dieses kleine Ding. Da liegt das nahe so drin, jetzt einfach mal so grob gezeigt. Ne? Und deswegen fliegt das raus, hat viel zu viel Spiel, ne? Obwohl da neue Stifte drin sind. So, jetzt habe ich mir hier bestellt. Und siehst du das? Wunderbar. Und wenn das denn immer noch nicht richtig passt, ne, dann kannst du das immer noch ein bisschen biegen. So. Fädeln wir mal so rein. Und jetzt kommt es natürlich dazu, dass es ein bisschen schwer hingeht. Siehst. So, nur ist es unten drunter. Dann machen wir da ein kleines Tröpfchen Ölchen ran. Geht immer noch gut leicht und hat kein Spiel. Jetzt kommt hier der kleine Sägering drauf, mit der scharfen Kante nach oben. Dieser Haltebolzen, ne, muss mit dem Schlitz 45 Grad ungefähr zum Gehäuse stehen. Das heißt, du baust das hier hin und guckst, also diese Feder nimmst du denn, ne, und guckst, dass die Feder ohne Spannung in der Führung läuft hier. Ne, das ist ganz wichtig. Also die muss hier ganz locker drin hängen. Dann ist es, ich sag mal, perfekt ingestellt. Ne? So, jetzt kann man das, wenn das so ist, verkontern. Von unten mit dem Schraubenzieher gegenhalten. Oben Schlüssel genommen und festgezogen. So. Und dann immer auf Leichtgängigkeit testen. Ne? Wenn ihr das soweit habt, ne? Festgezogen alles. Anschließend nochmal die Smiley-Scheibe reinpacken. Denn die Feder nochmal reinpacken.
und das Ganze nochmal auf Leichtgängigkeit prüfen. Gut, jetzt habe ich die Smiley-Platte nochmal rein. Die Feder, ich habe das jetzt schon festgezogen, ne? Feder rein, und man sieht, dass die ganz leicht drin rutscht. Und so muss es auch sein. So, jetzt kann hier der Sägering drauf, hier noch eine Unterlichtscheibe unter. Passt. Immer noch leichtgängig. Immer wieder zwischendurch probieren. Wenn das denn soweit ist, haben wir hier unsere selbstgebastelte Unterlichtscheibe, ne? Den Sägering wieder mit der scharfen Kante nach oben hier. So, jetzt muss ich mit dem Schraubenzieher mal ein bisschen nachhelfen hier. Dann rutscht das nämlich zack, immer darin. Und dahin, ne? So, hast du gesehen? Und das bewegst du immer noch leicht, ne? Also geht nicht schwer oder so. Sehr gut. So, jetzt kommt die nächste Geschichte, und zwar das kleine Rädchen. Dazu müssen wir das wieder aus der Führung holen hier. Ah, die Feder hat noch ordentlich Spannung. So. Führung holen, nach vorne schieben, und der kleine Rädchen kommt mit der Einbuchtung nach oben, ganz klar, weil das hat ja hier auch eine Rundung, ne? Schieben wir das hier rein, zack, jetzt hammert, also jetzt ist quasi, ich möchte sagen, Leerlauf, das ist der erste Gang, das schaltest du quasi nach unten, das ist Leerlauf, zweite, dritte, vierte. So, nicht die Hütte anstecken, nur die Lager erwärmen. Kupplungswelle, ne? Zack, so. Tut sich nachher alles schön wieder drehen, dann machen wir das ein bisschen ölig. Dann das Zahnrad mit der hohlen Seite in Richtung Motorblock, also nach innen. Als nächstes kommt das große Zahnrad, was zur Motormitte zeigt, also die Stifte hier quasi. Ne? Ein bisschen drehen, machen, tun, dann kommt das schon irgendwie hin. Zack, siehst du, rutscht da drin. So, dazu gibt es auch eine Klaue. Hier. Und die Klaue müsst ihr dann auch wieder infädeln irgendwie. Und die muss dann hier vorne in die Kurvenscheibe rennen. Ne? Ist aber auch manchmal ganz schön hakelig. So. Zack. Siehst? Jetzt kommt das nächste Schaltrad, und zwar mit der schmalen Seite nach vorne in Richtung Motormitte. Dann kommt die nächste Schaltklaue. Die muss dann in die Führung hierin. So. Ich hoffe, ihr könnt das ungefähr sehen. Und dann in die Kurvenscheibe rein. Und dann muss das irgendwie in eine Flucht gebracht werden hier. So. Dann gibt es einen Führungsbolzen. Der muss denn hier durch. Der Führungsbolzen, wenn man hier rüber fest, ist schon ein bisschen, na sagen wir mal, ingelaufen. Ist minimal, aber kann schon dazu führen, dass es irgendwie blöde schaltet. Dafür habe ich einen neuen bestellt. Also aus DDR-Beständen sogar noch. Dachte man mir. Und den werde ich jetzt ein bisschen mit Juckmatte sauber machen. Den Rost ein bisschen entfernen, ist leichter Flugrost dran. Und dann mit der dünnen Seite nach vorne einführen. Da mache ich mir noch ein bisschen Öl jetzt drauf hier. Da muss
muss natürlich in ein Loch reinrutschen da hinten. Also in die Motorhälfte. Und dazu muss es noch ein Stückchen weiter nach oben. So, jetzt ist drin. Jetzt kommt der, glaube ich, dritte Gang. Und zwar, wo der Kickstarter drauf ist. Dann kommt die... Den Kickstarter Mitnehmer. Da kommt die Hülse rauf hier. Der ist die falsche. Der ist gut. Da machen wir gleich einen Tropfen Öl drauf. Dann kommt die Feder. Dann kommt das nächste Rad und zwar auch wieder mit der Auskerbung in diese Richtung. Müsst ihr ein bisschen drehen, dann rutscht doch hin. Ne? So, jetzt legen wir uns das ein bisschen so hin, dass wir das festdrücken können. So, dann habe ich hier die Anlaufscheibe. Das muss dann bis runter. Ne? Und anschließend kommt diese ovale, naja, das ovale Rohr, sag ich mal, aus Federstahl. Das müssen wir hier rüberbringen. Und das macht man am besten mit einer Zange. Und wenn da ein Grat dran ist, müsst ihr halt den Grat entfernen. Also müsst ihr bis runter drücken, bis nicht mehr geht. Und zur Not kann man, hier ist ein bisschen Spiel drin, das noch ein bisschen nachsetzen. Mit einem Hammer und einem Dorn. Ich nehme jetzt hier einen Schraubenzieher. Wenn ihr jetzt am Kickstarter-Ritzel unten dreht, ne, dann musst du so eine Geräusche machen. Dann ist alles okay, dann ist alles richtig und dann klappt das alles so. So, jetzt kommt der nächste Zahnrad, das letzte. Das wird einfach bloß raufgelegt und das hat einen Bund, da muss keine Anlaufscheibe zwischen, weil das ja hier oben so einen Bund hat. So, ne? Siehst du das? So, das wird bloß einfach raufgesteckt und das war's. Jetzt machen wir uns die Lager warm und stecken die Lager hier auf. Immer Ditte und das 6000er Lager, was ich jetzt fälschlicherweise schon in der anderen Gehäusehälfte drin gemacht habe. Das hole ich jetzt wieder raus, nehme den neue, habe ich noch zu liegen und mache hier neue drauf. Wenn man sich nicht konzentriert bei der Arbeit. Ne? Jetzt machen wir die Lager warm hier. Machen wir wieder schön Creme Brûlée. Ah, Mist. So. Heiß, heiß. Manchmal muss man ein bisschen nachhelfen, das ist richtig, aber so wird das in der Regel immer schön warm machen. Aber habe ich schon mal erzählt, früher, ne, habe ich die Motoren alle so auseinander gekloppt und zusammen geprügelt. Ohne irgendwas. Und die sind gelaufen, 20.000 Kilometer und mehr. Na, nach der Wende oder vor der Wende, wo ich 14, 15 Jahre alt war, da wusste ich das halt nicht anders. Bis mir dann irgendwann mal einer sagt, Junge, wenn du neue Lager einbaust, musst du die warm machen. Und das Lager versuchen wir jetzt mal bis Anschlag ruf zu kloppen. So. Da können wir jetzt auch kleiner Öl ran machen und dann ist das auch geölt. Und als letztes kommt halt der Kickstarter. Ne? So, beim Kickstarter nehmen wir einfach unsere Feder. Da sind zwei Anlaufscheiben bei. So, das kommt jetzt hier durch. Da müssen wir dann die Anlaufscheibe aufpacken. Dann hast du hier ein Loch, da muss das eingehakt werden. Dann schiebst du das hier durch und machst, wenn du willst, ein bisschen Öl ran. Bei mir ist jetzt eh alles ein bisschen geölt. Und dann befindet sich hier irgendwo ein Loch. Und da muss die Feder auch eingehakt werden. So, dann drehen wir das. Soweit, ja,
das mit diesem ominösen Stift, wo er denn hier reinstecken kann. So, und dann ist das vorgespannt, der Kickstarter. Und wenn du den hier ruftrittst, dann dreht es sich so und nimmt quasi den Motor mit. Geht hier durch, dreht sich mit, bewegt die Kurbelwelle und das wartet. Und hier muss man bloß noch, zack, so.